Hallo zusammen, willkommen bei Leontal, beim letzten Teil von Leontal. Kater ist auch mal wieder hierher gezogen, ne? Wochenlang woanders gepennt, aber jetzt ist alles wieder gut. Es gab vor ein paar Jahren jetzt schon, ich bin ja schon ein paar Jahre hier dabei, ne? Gab es mal eine kurze Diskussion. Da habe ich gezeigt, wie ich Gleise durchtrenne. Damit. Das fand jemand nicht so toll. Und hat dann geschrieben, nein, dafür gibt es einen Daumen runter, das macht man nicht, das muss man mit einer Trennscheibe machen und, keine Ahnung, Dremel oder irgendwie sowas. Ich habe mein Leben lang Gleise damit durchtrennt. Ich mache das auch bei den großen Gleisen, da kenne ich nichts. Ja, einfach klonk und damit nachgeschliffen, Sache erledigt. Ich will nun nicht darüber diskutieren, wie man seine Gleise nun am besten durchtrennt. Ich mache das einfach so. Und andere machen das anders. Die meisten machen das, würde ich behaupten, mit Trennscheibe, Trennschleifer, keine Ahnung, wie die Teile heißen. Ihr wisst, was ich meine. Fand ich interessant. Und dann gab es vor anderthalb Jahren, irgendwann in Gießen, hat mich jemand angesprochen und keine Ahnung, worum es ging, hin und her und hat dann irgendwie gesagt, so, gibt ja viele, die fangen neu an in der Spur 0 oder sonst was und haben 1,50 Meter mal 3 Meter und wollen einen Hafen und eine Burg und und eine Drehscheibe. Haben und überhaupt. Und ich habe dann nur so gedacht und auch gesagt, na und, lass sie doch einfach machen. Kam nicht so überzeugend an. Naja. Worauf will ich hinaus? Das sind so zwei Beispiele, Kleinigkeiten, die ich finde, in einem größeren Rahmen man sich mal angucken sollte. Wenn es gibt ein paar ungeschriebene wirklich Regeln im Modellbau, das ist irgendwie ganz klar. Oder auch teilweise eben auch geschriebene, weil Leute schreiben solche Sachen auf. Also wer das Gemisch Wasser und Holzleim nicht nimmt, weil er sagt, das funktioniert nicht, dem kann ich nicht weiterhelfen. Es funktioniert. Ob es gut ist oder nicht, ist eine andere Sache. Also ich meine, ob man Schotter damit behandeln soll oder nicht, da gibt es ja auch 1000 Variationen. Und die Variationen sind im Übrigen alle prima, solange sie für denjenigen funktionieren. Aber es gibt Regeln, die aufgestellt werden im Modellbau, die ich einfach so nicht unterschreibe. Und die ich nicht verfolge oder an die ich mich einfach nicht halte, weil ich mich weigere. Ich finde bei sowas, wie soll ich das sagen? Ich will jetzt ganz sicher nicht Leute vor den Kopf stoßen. Also ganz bestimmt nicht auch die beiden, mit denen ich da gesprochen hatte. Weil das ist auch gar nicht irgendwie meine Absicht und es ist auch nicht wert. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass man sich als Modellbauer und vor allem, wenn man anfängt, sich eine der wichtigsten, wie ich finde, die wichtigste Regel überhaupt aneignet, die es im Modellbau gibt. Und die lautet, einfach mal machen. Einfach mal machen. Einfach machen. Ich habe 1 Meter mal 2 Meter in Spur 0 und ich baue da einen Hafen hin und eine Drehscheibe und keine Ahnung was. Machen. Wenn dir das Spaß macht, dann mach's doch einfach. Ist vollkommen egal. Es ist wirklich... Man sollte sich nicht so furchtbar häufig, nicht immer, mit Regeln auseinandersetzen, die da aufgestellt wurden, die vielleicht für einen selbst nicht gelten. Das Wichtigste ist doch, dass wir selbst Spaß daran haben. Und wenn ich Spaß daran habe, 2 mal 1 Meter voll zu knallen mit Gleisen und mit Figuren und mit Autos und mit was weiß ich nicht alles, dann mache ich das. Und ich sollte mich dann auch wirklich nicht beirren lassen, indem, wenn ich das zeige und mir 10 Leute sagen, nein, das ist alles Mist und das ist, das funktioniert so nicht und einfach machen.
Was soll denn sein? Was soll schiefgehen? Auch so ansonsten, so bei, keine Ahnung, Bearbeitungstechniken und wie man was macht, Begrünungen, bealtern. Altern, patinieren, all solche Sachen. Es gibt einfach, klar, es gibt Grundregeln, die zum Teil auf der Physik basieren oder auf Regeln, die einfach anerkannt sind. Ja, also wenn Farbe trocknet, das ist einfach so, da kommt man nicht drum rum. Aber wenn ich das so machen will oder so machen will oder so machen will, obwohl mir andere Leute, viele Leute sagen, das ist Mist, was du da machst, das geht so nicht, einfach mal machen. Ich finde wirklich, das ist, ich glaube, ich habe Sorge, dass gerade so Neulinge oder Leute, die vielleicht nicht so ganz bewandert sind, dass die sich zurückhalten, weil sie denken, ach, da werde ich ja sowieso nur, wenn man das zeigen will, werde ich sowieso nur runtergemacht und all sowas. Und das wäre schade drum, weil es geht darum zu bauen und zu basteln. Und man kann verschiedene Standards anlegen und die sind alle gut, solange es die eigenen sind, die einen Spaß machen. Das ist für mich das Wichtigste beim Modellbau. Mir macht es Spaß, mir soll es Spaß machen. Ich mache ja meinen Kram. Manchmal bin ich dermaßen vorbildgerecht, manchmal bade ich in meinen eigenen wirren Ideen, die überhaupt nichts mit dem Vorbild zu tun haben. Und mir macht es Spaß. Das ist das Wichtigste. Einfach mal machen. Finde ich nicht schlecht. Obwohl Leim und Wasser, das nehme ich auch nach wie vor. Das habe ich auch nie angezweifelt. Aber meine Gleise schneide ich nach wie vor mit dem Teil hier durch. Und es ist mir vollkommen egal, was die Leute dazu sagen. In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Vielen Dank für all die Hinweise und die Ideen und was ich da gelernt habe über die Kommentare und E-Mails und all das. Das ist mir wirklich außerordentlich wichtig. Und ich schätze das sehr. Und überhaupt natürlich fürs Zuschauen. Hier ist ein Quatsch, den ich hier mache. Aber selbst nicht sich selbst so ständig ernst nehmen. Einfach mal irgendwie, lassen wir mal machen. Und das ist viel, viel lockerer und angenehmer, finde ich. Schöne Weihnachten. Ich habe schon wieder geschwatzt ohne Ende. Schöne Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Baut, seid kreativ, macht eure Sachen, macht euer Ding und habt Spaß daran und lasst euch nicht beirren. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Jahr. Hier geht's weiter. Bis dahin. Cheerio. Bei der Lok machen wir jetzt.
Meine macht ja Geräusche, die haben das ja nicht angekündigt. Ganz ehrlich, ist das hier zu laut? Die hört man das nicht. Und,